Hallo, in diesem Video möchte ich Sie einladen, sich darüber zu informieren, wie Sie mit Open Educational Resources, kurz OER, rechtliche Klarheit schaffen und Ihre Lehrreputation verbessern können. OER, also Open Educational Resources, sind Lehrmaterialien jeglicher Art. Das können Videos sein, das können einfache Arbeitsblätter sein oder ganze Moodle-Kurse. Diese stehen unter einer bestimmten Lizenz und bieten somit die Möglichkeit einzuschätzen, was mit diesen Lehrmaterialien passieren darf. Wie können Sie die bearbeiten? Wie können Sie die verwenden? Und in welchen Szenarien sind diese einsetzbar? Wir alle kennen die Situation, dass wir unsere Lehrmaterialien erstellen und dabei auf Quellen zurückgreifen, die vielleicht nicht so rechtlich klar sind. Dann wissen Sie nicht, was mit den Lehrmaterialien passieren darf. Dürfen Sie die verteilen? Dürfen Sie die veröffentlichen? Bei OER kann Ihnen das nicht passieren. Die Lizenzen sagen Ihnen eindeutig, was mit diesen Lehrmaterialien geschehen darf. OER-Lehrmaterialien bieten Ihnen Flexibilität und zeitliche Ersparnis bei der Erstellung. Dadurch, dass Sie auf Materialien anderer Lehrender zugreifen können, haben Sie die Möglichkeit, diese in Ihre eigene Lehre zu integrieren. Und Sie müssen nicht alles neu erfinden. Viele gute Materialien warten darauf, in Ihrer Lehre präsent zu sein. Ihre eigene Lehre wird abwechslungsreicher, wenn Sie Materialien aus verschiedenen Quellen einarbeiten. Aber auch Ihre Materialien dienen anderen Lehrenden dazu, die Lehre zu verbessern und vielseitiger zu gestalten. OER bieten also eine echte Win-Win-Situation. Ihre Lehre wird sichtbarer, Ihre Lehrreputation steigt und Sie stehen im Austausch mit Lehrenden weltweit. Dadurch sparen Sie Zeit und werden flexibler in der eigenen Lehrgestaltung.